Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Kurs von Code Concert. Nun, wie ihr in der Beschreibung vielleicht schon gelesen habt, richtet sich diese Tutorial-Reihe an Programmieranfänger. Die letzten Kurse, welche ich online gestellt habe, richteten sich ja primär an diejenigen von euch, die schon gewisse Programmiererfahrungen hatten, wie beispielsweise die Android-Reihe. Nun habe ich von diversen Seiten das Feedback bekommen, dass ich auch mal einen Kurs für komplette Programmieranfänger aufsetzen sollte. Da die Grundlagen immer das A und O sind und diejenigen von euch, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig sicher bei den Grundlagen sind, habe ich jetzt tatsächlich eine neue Tutorial-Reihe aufgesetzt, deren Grundidee ist es zu zeigen, dass die ganze Programmiererei mit dem entsprechenden Grundverständnis ausgerüstet für jeden erlernbar ist, der es dann natürlich auch wirklich will. Ich möchte in relativ kurzen Tutorials jeden dazu bekommen, über kurz oder lang eigene Programme erstellen zu können. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird auch nicht gehen, wenn man sich nur die Videos ansieht und nicht selber ausprobiert. Aber wenn man dranbleibt, wird jeder Interessierte lernen können, wie man sowas macht. Also legen wir los. Die ersten Tutorials werden sich um die wesentlichen Grundlagen kümmern. Hier müsst ihr erstmal nur dabei bleiben und versuchen, alles, was ich hier so von mir gebe, zumindest zu verstehen. Beginnen werde ich mal mit der Frage, was eigentlich ein Compiler ist. Der ein oder andere wird den Begriff vielleicht schon mal gehört haben. Ziel dieses Videos ist es aber, dass wir am Ende verstehen, warum wir bei den meisten Programmiersprachen einen Compiler benötigen und was in etwa der so macht. Einige hier gemachten Erklärungen mögen dem einen oder anderen als zu detailliert erscheinen, aber meines Erachtens ist es in diesem Detaillierungsgrad notwendig, um später das Verhalten eines Rechners beim Programmieren besser verstehen zu können. Nun, wir wollen ja jetzt einen Computer programmieren. Ob der jetzt so aussieht wie der hier dargestellte oder einfach nur ein Handy, ein Raspberry Pi oder eine intelligente Küchenmaschine, was auch immer, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass jeder Computer einen Prozessor irgendwo verbaut hat. Also öffnen wir das Gerät mal und sehen hinein. Im Inneren nehmen wir den CPU-Lüfter mal raus und können dann dahinter den Prozessor sehen oder auch CPU genannt. Das ist auch der Ort, wo alles Wichtige passiert. Deshalb heißt sie auch so, nämlich Central Processing Unit, also die zentrale verarbeitende Einheit. Und um die wollen wir uns jetzt erstmal kümmern. Zwar nur so weit, dass wir ungefähr verstehen, was da vonstatten geht, aber zumindest auch so weit, dass wir unser heutiges Tagesziel erreichen, nämlich die Bedeutung eines Compilers zu verstehen. Intern besitzt die CPU diverse Logikschaltungen und Register, welche sich darum kümmern, dass die einzelnen Arbeitsschritte koordiniert ausgeführt werden können. Die Arbeitsschritte sind die Befehle, welche dann die CPU kennt. Die Summe aller Befehle nennen wir den Befehlssatz der CPU. Diese CPU kennt nun Befehle wie addieren, subtrahieren, Sprungbefehle und so weiter. Und alle diese Befehle wurden vom Chiphersteller direkt auf der Hardware umgesetzt, also auf dem Chip als Schaltung im Wesentlichen. Wer Interesse hat, kann sich beispielsweise im Internet mal den Begriff Volladdierer anschauen und sehen, wie mit Hilfe von Logikbauteilen eine Schaltung aufgebaut wird, welche zwei Zahlen miteinander addiert. Diese Zahlen müssen allerdings im Binärformat vorliegen und zum Binär- oder auch Dualformat genannt und dem dazugehörigen Hexadezimalformat werde ich auch noch ein Tutorial bereitstellen. Damit ihr also versteht, warum in den Zahlen und in meinen Grafiken hier Hexadezimalzahlen dargestellt werden, die eben nicht nur Ziffern, sondern auch Buchstaben haben, müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden. Nun, diese Befehle aus diesem Befehlssatz müssen nun irgendwie im Computer abgelegt werden, damit die CPU sie abarbeiten kann. Diese Aufgabe übernimmt der Arbeitsspeicher oder auch RAM, also Random Access Memory genannt. In diesem Arbeitsspeicher finden wir jetzt einzelne Speicherelemente, von denen jedes 256 verschiedene Zustände aufnehmen kann. Das liegt an der Tatsache, dass sie 8-Bit breit sind. Bits und Bytes, ihr ahnt es schon, kommt auch in einem späteren Video nochmal. So, diese Speicherplätze sind jetzt der Reihe nach angeordnet und jedes dieser Elemente hat eine sogenannte Adresse. Hier eben im Hexadezimalformat dargestellt, also von 0x00, x steht für Hex, bis 0d habe ich es hier angetragen.
Sehen wir uns jetzt den Speicher mal genauer an. Jeder Befehl des Befehlssatzes hat eine eindeutige ID, also eine Zahl, die der CPU sagt, welcher Befehl ausgeführt werden muss. Wenn wir diese IDs kennen, so können wir im Speicher die einzelnen Befehle wiederfinden. Wir sehen schon, dass einige Befehle mehr als einen Speicherplatz benötigen, weil sie neben dem Befehl noch ein Parameter benötigen, wie beispielsweise ein Wert oder eine Adresse, welche verarbeitet werden muss und so weiter. Neben den Programmen finden wir im Speicher dann auch noch die Daten. Rechnerarchitekturen, welche beides im gleichen Speicher halten und auch über die gleichen Bussysteme zugreifbar machen, nennt man von Neumann-Architektur, benannt nach dem Mathematiker John von Neumann. Dieses Konzept ist bei den allermeisten der uns bekannten Computern umgesetzt. Sehen wir uns als nächstes die Register mal an. Beginnen wir mit dem Programmzähler. Dieser legt fest, welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird, indem dort einfach die Adresse des nächsten Befehls gehalten wird. Je nach Platzbedarf eines Befehls wird er nach Abarbeitung um den belegten Bereich des Befehls eben hochgezählt. Wenn wir aber auf einen bestimmten Programmteil direkt springen möchten, so kann dieses Register direkt mit dieser Adresse des entsprechenden Programmteils eben beschrieben werden. Danach folgt das Adressregister. Hier werden Adressen von Daten eingetragen und wenn wir eine Rechnung durchführen, sagen wir eine Addition durchführen, so müssen wir der CPU mitteilen, wo die Zahlen im Speicher abgeholt werden müssen. Diese Adresse wird entsprechend dann eben hier in diesem Register eingetragen. Das wohl interessanteste Register ist der sogenannte Akkumulator. Jede Rechnung, welche in der CPU ausgeführt wird, läuft über diesen Akkumulator. Wenn also zwei Zahlen addiert werden müssen, so wird die erste Zahl in diesen Akkumulator geladen und die zweite anschließend einfach hinzuaddiert. Dies ist also der eigentliche Kern der CPU. So, was macht denn jetzt eigentlich unser Programm, das wir hier schon die ganze Zeit sehen? Sehen wir uns mal Schritt für Schritt dieses Programm an. Zuerst sehen wir, dass im Programmzähler der Wert 00 steht, also der Befehl in Speicherzelle 00 abgearbeitet werden soll. Dort befindet sich der Befehl zum Laden des Wertes 0a in das Adressregister. Dieses erhält nun den Wert 0a. Das war ja eine Hexadezimalzahl, über die wir später nochmal genauer sprechen. Und dieses 0a zeigt somit auf die entsprechende Speicherzelle im unteren Bereich. Nun zählt der Programmzähler weiter, diesmal auf die Adresse 03, da der vorausgegangene Befehl ja 3 Speicherzellen belegt hatte. Dort steht der nächste Befehl, und zwar soll die CPU den referenzierten Speicherinhalt in den Akkumulator laden, womit diese sich dann auf den in der Speicherzelle 0a gespeicherten Wert, nämlich 12, ändert. Im nächsten Programmschritt wird angewiesen, dass das Adressregister um den Wert 1 erhöht werden soll, wodurch es auf die nächsthöhere Speicherzelle mit der Adresse eben 0b zeigt. Im nächsten Befehl wird gefordert, dass die neue referenzierte Speicherzelle zu dem Akkumulator hinzuaddiert werden muss, wodurch sich der Wert entsprechend auf 35 ändert. Zum Schluss muss das Ergebnis des Akkumulators in eine Speicherzelle, in diesem Fall 0c, hineingespeichert werden. Dann sehen wir, dass sich der entsprechende Wert hier unten ändert auf 35. Und beendet wird das ganze Programm jetzt mit dem sogenannten Halt-Befehl. Damit ist eben das Programm zu Ende und jetzt können wir auch verstehen, was unser Programm macht. Und zwar addiert es einfach zwei Zahlen und legt das Ergebnis im Speicher ab. Ja, wenn wir uns das Programm jetzt einfach mal so ansehen, sollte uns langsam dämmern, dass diese Vorgehensweise ziemlich umständlich ist. Einfach nur zwei Zahlen zu addieren, so ein Aufwand, das ist schon ein Wort. Also wir müssen uns Gedanken über die einzelnen Register zu machen und jedes Byte einzeln umdrehen. Und also wenn wir so arbeiten würden, könnten wir größere Programmieraufgaben einfach nicht lösen. Das wäre viel zu umständlich. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass der Computer nur Maschinensprache versteht und diese für uns Menschen nur sehr schwer erlernbar ist. Reine Zahlencodes können wir uns halt nicht gut merken.
Doch selbst wenn wir den einzelnen Befehlen besser merkbare Namen, sogenannte Mnemonics, geben, was wir auch als Assembler bezeichnen, haben wir Mühe, solche Programme irgendwie schnell zu verstehen, geschweige denn sie selbst eben schnell zu schreiben. Mit anderen Worten, wenn wir schnell und effizient programmieren wollen, brauchen wir eine Alternative. Schreiben wir uns die Funktionalität, zwei Zahlen zu addieren, mal in der Programmiersprache C auf. Bereits auf den ersten Blick können wir die Funktionalität zumindest erahnen, ohne die Befehle der Programmiersprache detailliert zu kennen. Wir entdecken Werte und Summen und mathematische Operatoren. Aber der Reihe nach gehen wir das Programm mal Schritt für Schritt durch. Jedes Programm braucht einen Rahmen, damit der Kontext der einzelnen Befehle klar ist. Im Fall von C ist es das Hauptprogramm, welches vom Computer später gestartet werden kann. Das wird hier indiziert mit diesem Main und diesen beiden geschweiften Klammern. Das ist dann der Kontext des Hauptprogramms. Als nächstes sagen wir dem Rechner, dass wir einen Speicherplatz für eine ganze Zahl benötigen. Damit wir anschließend mit diesem Speicherplatz arbeiten können, geben wir diesem Speicher dann einen Namen, welcher im Rahmen des Kontextes, hier das Hauptprogramm mit diesen geschweiften Klammern, dann entsprechend gültig ist. In unserem Fall nennen wir den Speicherplatz Wert 1. Ich weiß, sehr kreativ, aber egal, damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Wir nennen dies die Deklaration einer Variablen. Zugleich schreiben wir einen Initialisierungswert 18 hinein. So, das gleiche machen wir jetzt für den Wert 2. Dann wissen wir entsprechend auch, dass wir hier eine zweite Variable brauchen. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, wenn ich hier in der Main-Methode jetzt 18 oder 35 reinschreibe, steht im Speicher ein bisschen was anderes. Das liegt wiederum an diesen ominösen Hexzahlen. Wie gesagt, ein bisschen Geduld, dann werden wir darüber sprechen. So, dann brauchen wir auch noch das Ergebnis, das ist die Summe, welche wir mit dem Wert 0 initialisieren. Damit wir einfach nur einen definierten Zustand im Speicher haben, schreiben wir da einfach mal 0 rein. Jetzt sind die Variablen deklariert und nun können wir die Rechnung durchführen. Hier werden die beiden Zahlen ganz normal addiert und das Ergebnis direkt in die Variable Summe reingeschrieben. Wie du siehst, führt diese eine Zeile zu diversen Maschinenbefehlen, die wir vorher mühsam durchexerziert haben. Zum Schluss gibt es noch einen Rückgabewert, welches das Programm beendet. Die Bedeutung des Rückgabecodes soll uns hier aber jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Soweit unser Programm in C. Gott sei Dank ist es sehr viel einfacher zu interpretieren wie unser Maschinencode. Wir müssen uns in Zukunft also beim Programmieren tatsächlich nicht mehr um die einzelnen Maschinencode-Elemente kümmern. Lediglich bei der späteren Nutzung der Variablen werden wir hin und wieder auf diese Internas dieser CPU zurückgehen, um die Funktionalität und das Verhalten besser verstehen zu können. Wir werden uns also ab jetzt nicht mehr mit Maschinensprache, sondern mit Hochsprache auseinandersetzen. Da die CPU jedoch nur Maschinenbefehle versteht, muss sich jetzt irgendjemand darum kümmern, dass unsere Hochsprache in die Maschinensprache übersetzt wird. Glücklicherweise ist der Vorgang, Hochsprachencode in Maschinenbefehle umzusetzen, ein klar definierter Vorgang. Insofern können wir ein Programm schreiben, welches genau dies automatisiert durchführt. Diese Programme übernehmen also den Quellcode und konvertieren ihn in Maschinencode. Solche Programme nennen wir Compiler. Sie übersetzen also unsere Sprache in Maschinensprache. Wenn das Ziel tatsächlich ein Code in Maschinensprache für Prozessoren ist, sprechen wir auch davon, dass der Code nativ kompiliert wird. Hierzu müssen die Compiler aber einige Voraussetzungen vorfinden. Zum einen muss der Quellcode ganz bestimmte Regeln befolgen. Diese Regeln nennen wir dann den Syntax des Quellcodes, welcher durch die Programmiersprache, in dem hier vorliegenden Fall die Programmiersprache C, vorgegeben wird. Weiterhin muss der Compiler natürlich wissen, welchen Befehlssatz die CPU besitzt und welcher Code hinter welchem Befehl steht. Nun, ein dritter Punkt ist das Betriebssystem. Dieses kümmert sich ja um das Speichermanagement und den Programmstart. Insofern muss der Compiler wissen, wie das fertig kompilierte Programm mit dem Betriebssystem interagieren muss, um die einzelnen Systemressourcen zu erhalten.
Ja, zusammenfassend kann man also sagen, dass ein Compiler auf eine bestimmte Programmiersprache für ein bestimmtes Betriebssystem und einen bestimmten Prozessor ausgerichtet ist. Glücklicherweise haben sich die Prozessorenhersteller für den PC-Bereich im Rahmen der Prozessorarchitektur auf genormte Befehlssätze geeinigt, die wiederum abwärtskompatibel sind. Insofern müssen wir uns um den Punkt Prozessor bei der Compiler-Auswahl schon mal nicht mehr so viele Gedanken machen. Sie sind ausreichend genormt. Sehr wohl aber um den Punkt Programmiersprachen-Syntax und Betriebssystem. Wir müssen also wissen, in welchem Code das Programm geschrieben wurde und auf welchem Betriebssystem das Programm dann später laufen soll. Im nächsten Video werden wir jetzt eine weitere Frage klären, und zwar, ob wir auch Programme schreiben können, welche betriebssystemunabhängig sind. Also wo der Compiler quasi nicht wissen muss oder der Nutzer dieses Programms oder der Autor nicht wissen muss, auf welchem Betriebssystem dieses Programm dann später ausgeführt wird. Solche Anforderungen finden wir beispielsweise in Webseiten, also Webseiten, die eine Funktionalität haben, die laufen ja erstmal oder sollten auf allen Betriebssystemen laufen. Gut, das aber im nächsten Video. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.